So, wir werden hier jetzt ein kleines Momentchen stehen bleiben. Ich habe nämlich ein bisschen was zu erzählen zu dem Spiel. Fire Emblem hat ja eine kleine Pause gemacht. Genau genommen habe ich eine Woche lang das Projekt ausfallen lassen, weil ich mir einfach ein bisschen Zeit nehmen wollte, um mein Team ein bisschen zu trainieren. Ich denke nicht, dass es wirklich notwendig gewesen wäre an sich, aber wir haben, glaube ich, im letzten Stream, da haben wir ja, Moment, ich latsche eben hin, hier die Nebenquest von Severa gemacht. Und die war schon ziemlich knackig. Also wir haben den ganzen Stream tatsächlich dran gesessen, weil, gut, die ist vielleicht auch nicht dafür gedacht gewesen, die sofort zu machen, aber die war halt schon ein bisschen schwieriger. Und ich persönlich habe dann für mich überlegt, da wir jetzt hier auch die Zweitsiegel freigeschaltet haben, die wirklich wichtig sind zum Trainieren, zusammen mit den Meistersiegeln, möchte ich wirklich weiterhin knackige Schlachten haben? Oder möchte ich vielleicht ein bisschen was daran ändern und vielleicht ein bisschen OP werden und wunderbar einmal durchgehen und alles abschlachten? Letzteres ist vielleicht ein bisschen langweiliger, aber auf seine Art und Weise einfach super witzig. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden zu trainieren. Ich habe viele Stunden trainiert. Also wirklich. Kai, Gracie, Leo und Jan können das bezeugen. Ich habe sehr oft trainiert, während wir gequatscht haben. Sehr lange. Ich bin jetzt, wann bin ich fertig geworden? Vor ein paar Tagen. Montag oder so? Auf jeden Fall. Also recht knapp vor der Stream Week. Ich muss aber sagen, dass ich nicht komplett fertig geworden bin. Also zum einen habe ich mich während des Trainings dazu entschieden, doch nicht alle Charaktere bis zum Anschlag zu trainieren, weil ich wollte ja jedem 5 gute Fähigkeiten geben. Will ich auch immer noch. Aber wenn ich das gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, sehr, 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 sehr broken gewesen, weil ich so halt schon einige Charaktere habe, die hier und dort maximale Werte haben. Und wir haben ja noch die Hälfte des Spiels vor uns. Deswegen dachte ich mir, alle 5 Fähigkeiten zu holen. Und es hat irgendwann auch einfach super lange gedauert zu leveln, weil je höher du bist, desto weniger Erfahrungspunkte kriegst du bei den DLC-Missionen. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich ganz broken bin, bekommt jeder so 3, 4 Fähigkeiten und den Rest kann ich dann quasi im Laufe des Projektes holen. Bedeutet, ich habe versucht, so ein paar Klassen schon mal fertig zu machen und den Rest werden wir einfach quasi im Stream live machen nach und nach und da eben die letzten Fähigkeiten holen. Das war der eine Punkt. Ich wollte, wie gesagt, nicht komplett broken sein, nur ansatzweise. Der andere Punkt ist, ich habe einfach nicht die Zeit gehabt. Also ich habe wirklich sehr intensiv trainiert, aber ich hätte wahrscheinlich noch eine Woche gebraucht, wenn ich wirklich alles hätte machen wollen. Deswegen, es hat halt zeitlich einfach nicht gereicht, alles zu machen. Deswegen haben jetzt auch nicht alle Charaktere alle Fähigkeiten, aber ich habe schon mal so viel gemacht, wie ich geschafft habe. Punkt 1. Supportgespräche. Da habe ich einige geholt. Die werden wir uns heute auch anhören, allerdings erst später. Also ich würde gleich erstmal gerne ein paar Schlachten machen und die Supportgespräche später machen. Aber da habe ich auf jeden Fall ein paar Supports freigeschaltet. Das war eigentlich das kleinste Übel. So, gehe ich hier durch? Ich glaube, hier kann man es auch ganz gut sehen. Da müsst ihr auf den unteren Bildschirm so ein bisschen mit achten, aber ich denke, das passt ja. Die Ersatzbank-Charaktere habe ich auch trainiert, einfach damit die gute Fähigkeiten an ihre Kinder vererben können. Denn die letzte Fähigkeit in der Liste wird ans Kind vererbt, von der Mutter und vom Vater. Und deswegen habe ich die halt auch mit trainiert. Gut, Lonzu hat natürlich Astra schon an Severa vererbt. Ne, dementsprechend dann natürlich nichts Neues. Und Cordelia, ne, haben wir natürlich im letzten Stream die Tochter, wie gesagt, auch schon geholt. Dementsprechend sind die beiden nicht ganz so interessant. Donny? Ja. Ja. Donny ist ja eigentlich kein Teamcharakter. Wenn ich mir das aber so angucke, frage ich mich tatsächlich, wieso. Donnys Werte sind ein bisschen eskaliert und ich habe ihn noch nicht mal immer bis zum Anschlag trainiert. Also Donny ist ja in der Dörflerklasse, danach in der Grundklasse und dann in der entwickelten Klasse, könnte also dementsprechend 60 Level einfach so machen. Ich habe allerdings teilweise geskippt. Also ich glaube, er hat 20 in der Dörfler gemacht und dann nur 10 in der ersten und dann nochmal die 20 in der zweiten. Das heißt, er hätte sogar höhere Werte haben können. Es ist ein bisschen schockierend, aber das ist so Grund Nummer 1, warum Donny ein sehr guter Charakter ist und eine sehr gute Einheit. Ich möchte gerne, dass er talentiert vererbt, damit sein Kind später genauso broken wird. Aber ja, dass er so hart eskaliert, hätte ich nicht gedacht. Das hat selbst mich überrascht. Aber ja, können wir vielleicht einmal kurz appreciaten. Er könnte natürlich auch was anderes vererben, Sonne wäre ja auch nice. Aber so talentiert auf dem Kind,
In dem Fall, ihr kennt ja die Pairings, wäre es dann quasi das Kind von ihm und Tarja. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da die schöne Fähigkeit drauf zu packen. So, Miriel hat Zauberspezialist zum Vererben, ist, denke ich, eigentlich auch ganz nett. Henry hat Talion. Ihr habt vielleicht in einem der letzten Streams zwischenzeitlich gesehen, dass ich Henry als Krieger hatte, was sehr irritierend war. Aber ja, Talion, denke ich, zu vererben, ist definitiv auch nicht so verkehrt. Also natürlich Miriel, den Zauberspezialist, an ihr Kind. Und Henry habe ich ja mit Noe verkuppelt, dementsprechend an deren Kind. Und Talion kann man immer gebrauchen. Rickon hat den Lebenssauger, ist auch eine super, super geile Fähigkeit, die man weitergeben kann. Er ist ja mit Maribel zusammen, dementsprechend wird er da weiter vererbt. Ne? Ja, er hat sein Pferdchen. Also wie gesagt, einfach für die guten Fähigkeiten war es mir auch wichtig, die Ersatzbankcharaktere zu erben. Vielleicht war es erben? Zu trainieren und dann die Sachen zu vererben. Vielleicht war es auch ein bisschen mein Perfektionismus. Ich hätte sie ja nicht alle teilweise auf 20 oder er war ja auf 20 dann die Klasse wieder gewechselt. Ich hätte sie nicht so hoch trainieren müssen, aber Perfektionismus. Ne? So, Severa habe ich zum Helden gemacht, einfach weil ich es stylisch fand. Die muss ja erst recht nicht trainiert werden, die kann ja nichts vererben, aber ne? Julius hieß das Pferd aus dem Awakening LP. Gregor habe ihn auch Level 20 erreicht und gönnen Sonne vererben. Ich kann die Gregor-Stimme leider nicht so gut. Ist ja mit Zecha zusammen. Dementsprechend haben wir da Sonne als Fähigkeit auf dem Kind. Und ich glaube, jetzt fangen so langsam meine Teammitglieder an. Lucina. Lucina ist aktuell Rittmeister. Was einfach damit zusammenhängt, dass ihr da noch eine Fähigkeit auch fehlt. Fangen wir mal vorne an. Lucina habe ich eigentlich gar nicht so sehr trainiert. Erschreckt euch jetzt nicht bei den Maximalwerten, weil Rittmeister ist nicht ihre finale Klasse. Und es kann halt sein, dass der Rittmeister eventuell auch nur maximal, ich sag mal, 41 Stärke haben kann. Aber als Erzlord könnte sie mehr haben. Bedeutet, wenn sie jetzt eine andere Klasse hätte, wäre der Wert vielleicht gar nicht maximal. Deswegen stört euch nicht ganz so daran, was jetzt grün unterlegt ist. Das kann sich halt, wie gesagt, mit dem Ändern der Klasse auch noch wieder umändern. Aber ihr merkt, warum ich denen nicht alles an Fähigkeiten geben wollte, ne? Wenn ich mir die Werte so angucke. Also Aether hat sie sowieso schon gehabt von Anfang an, was natürlich super praktisch ist. Den Wirbelwind natürlich aus der Dunkelschwingen-Klasse geholt. Bedeutet, Wirbelwind ist halt einfach so broken, weil wenn du einen Gegner besiegt hast, in der Runde kannst du nochmal angreifen oder nochmal ziehen. Und dem Lebenssauger eben vom Dunkelritter geholt. Damit ist sie da auf jeden Fall schon mal ganz gut ausgerüstet. Ich muss mal ganz kurz mein Fire Emblem-Dokument wieder öffnen. Das habe ich nämlich noch nicht aufgemacht. Dann kann ich euch noch ein bisschen besser informieren. Soll jetzt eben noch eine Fähigkeit vom Rittmeister bekommen, wechselt dann wieder in die Erzlord-Klasse und bekommt da auch noch eine weitere Fähigkeit. Und dann ist Lucina fertig. Frederick, auch nochmal mittrainiert, hat Mond zum Vererben an das Kind von Palne und ihm. Virion hat den Bogenbrecher, um es seinem Kind zu vererben. Stahl Aegis finde ich eigentlich auch ganz nett, auf jeden Fall. Tarja. Tarja ist nicht ganz so OP von den Werten her, kommt natürlich auch mal so ein bisschen auf die Level-Ups an und wie früh oder spät die Fähigkeiten in den Klassen gekommen sind. Tarja hat aktuell die Vergeltung, die ich einfach super witzig finde. Mond, Tarja als Erzritter war sehr interessant. Und Trefferchance plus 20, weil sie es nicht immer so mit dem Treffen hat und weil sie gar nicht so viele andere gute Möglichkeiten hatte. Tarja bekommt dann aus der Dunkelritterklasse noch den Lebenssauger, den mag ich nämlich super gerne. Dunkelritter haben wir generell sehr viele aktuell. Und wird dann wieder zur Zauberin und bekommt da auch noch eine Fähigkeit und dann ist sie auf jeden Fall auch fertig. Noe ist natürlich auch sehr ungewohnt, gerade so als Dunkelritterin. Noe hat den ungeraden Zyklus und den Würmtod, den sie sowieso schon als Manakete hatte, und hat zusätzlich noch den Schwertbrecher bekommen, was natürlich auch sehr praktisch ist. Noe bekommt auch noch den Lebenssauger aus der jetzigen Klasse. Gott sei Dank kann sie auch ein Schwert benutzen, deswegen passt das eigentlich noch halbwegs gut. Es ist sehr ungewohnt, sie nicht als Gestaltwandler zu haben, aber wie gesagt, Zeit und ja, die Tatsache, dass ich nicht alles überstürzen wollte, hat dazu geführt, dass ihr jetzt diese seltsamen Klassen teilweise noch habt.
Und außerdem hat Nori noch eine zweite Klasse, die sie durchlaufen muss, bevor sie wieder zum Drachen wird. Wie gesagt, zum einen Dunkelritter, zum anderen Greifenritter. Also wenn ihr dachtet, der Drache auf dem Pferd wäre schon seltsam, wartet, bis ihr den Drachen auf dem Hühnchen seht. Aber ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Fähigkeiten und dann darf sie wieder zum Drachen werden. Und ich denke, dann ist sie eigentlich ganz gut aufgerüstet. Sumia war absolut furchtbar zum Trainieren, tatsächlich. Hat auch den Wirbelwind bekommen, den packe ich natürlich überall drauf, wo ich kann. Pavise, was ich auch ganz nett finde, und die Heilung ist also da auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgestellt. Ach, deswegen hatte Jan das Hühnchen erwähnt. Nein, nur so halb. Wartet ab. Sumia wird jetzt noch die Erzritterklasse durchlaufen, um noch eine Fähigkeit zu bekommen und danach in die Falkenritterklasse wechseln für ihre fünfte Fähigkeit. Und dann kann ich sie wieder zur Dunkelschwinge machen. Das heißt, die hat da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was vor sich. Aber ich denke, das sollte eigentlich ganz passen. Ich meine, die Verteidigungswerte sind schon nett. Olivia hat den Vorteil, Exitus und Wirbelwind ist also da eigentlich schon ein ziemliches Monster an der Front und bekommt jetzt noch die zwei Fähigkeiten des Schwertmeisters. Und dann ist sie eigentlich fertig und könnte wieder zur Assassinin werden. Und ja, da unten sehen wir schon das erste Hühnchen. Ihr habt ja wohl nicht geglaubt, ich hätte nur ein Hühnchen am Start. Also Dunkelritter und Hühnchen habe ich mehr als genug. Ja, Minerva wurde gegen ein Hühnchen ausgetauscht. Hat Vorreiter, Schwertbrecher, Träger und Heilung. Sie hat auch nicht so die besten Fähigkeiten. Ich meine, vielleicht könnte man ja auch noch bessere Fähigkeiten geben, aber ich bin jetzt auch eher so casual und Jan hat mir so ein bisschen geholfen, ne? Aber für mich ist es eigentlich ganz angenehm. Sie bekommt jetzt noch die Fähigkeit aus der, ja, Greifenritterklasse und darf dann wieder zurückwechseln. Das heißt, Minerva wird zurückkehren in 10 Leveln. Palne hat auch ein Hühnchen bekommen, hat den Schlossknacker, einfach damit ich mal zwei habe, die potenziell was aufmachen können. Bestientod, Akrobat und Exitus. Wie gesagt, ihr fehlt auch noch eine Fähigkeit und dann darf sie auch wieder zurückwechseln. Da müssen wir jetzt leider durch. Maribel hat die übelste Arschkarte gezogen. Die hat nämlich Zauberspezialist, Bewegung sammeln und Wirbelwind. Ab und zu mal was zum Sammeln ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Problem ist, Maribel hat auch noch zwei Klassen, nämlich einmal Dunkelritter und einmal Kriegsheilige. Ich habe mich ein bisschen vertan. Also ich hätte wahrscheinlich eher die Kriegsheiligenklasse privat machen sollen und ihr dann vielleicht die Dunkelschwinge und den Dunkelritter lassen sollen, weil sie eben eher magisch ausgelegt ist. Aber ich habe da leider ein bisschen zu spät geschaltet. Dementsprechend müssen wir jetzt leider uns ein bisschen mit der Klasse durchquälen, die für sie natürlich gar nicht gut ist. Naja, dann darf sie halt ganz viel heilen und dann später in ihre Klasse zurück. Gaius ist aktuell Held, heißt, ihm fehlt da noch eine Fähigkeit. Danach geht er in die Assassinenklasse, holt sich natürlich Exitus, ich liebe Exitus, und darf dann auch wieder zurückwechseln. So, Crom, recht basic in seiner Erzlord-Klasse mit Verteidiger, Trefferchance plus 20 und Aegis. Ihm fehlen noch genau die zwei Fähigkeiten aus der Klasse, in der er jetzt gerade ist. Dementsprechend ist Crom eigentlich mit am langweiligsten. Aber bei ihm habe ich halt gesehen, als die Stärke auf Max war, okay, jetzt reicht's mit dem Trainieren. Ist witzig, alles zu überrennen, definitiv, aber ich glaube, jetzt reicht so langsam. So, meine Wenigkeit hat auch wunderbare Werte. Ignus, Exitus und Wirbelwind, also ich bin wahrscheinlich am allerbrokensten. Ich möchte noch den Lebenssauger aus der Klasse holen und auch noch eine Fähigkeit aus der Klasse der Weisen. Wenn ich beides habe, dann bin ich auch fertig. Aber ich glaube, ich bin halt jetzt schon ziemlich OP. Aber ich bin gerne OP. So, Lissa. Mit Hände auflegen, Entlastung, Bewegung sammeln und Wirbelwind. Ihr fehlt auch nur noch eine einzige Fähigkeit und die Pock bekommt sie sowieso im Rahmen ihrer Kriegsheiligenklasse. Dementsprechend, Lissa ist auch langweilig. Keine besondere Klasse. War aber auch die erste, die ich fertig trainiert hatte. Tatsächlich. So, Callum. Callum ist nicht so wirklich so ganz trainiert, aber er hat einen schönen Verteidigungswert.
Ich habe ihm die Heilung gegeben vom Kriegsheiligen, was auf jeden Fall sehr, sehr praktisch ist. Und ansonsten hat er eigentlich keine anderen Fähigkeiten bekommen. Was noch einen anderen Grund hatte, aber in erster Linie habe ich halt, wie gesagt, einfach nicht so viel Zeit gehabt. Und dementsprechend musste er da ein bisschen in die Röhre gucken. Den Rest erkläre ich euch, wenn wir einmal durch sind. Aber er hat zumindest die Heilung. Das ist schon mal ein Anfang. Sully hat Aegis zum Vererben und Vaik hat Talion. Und das sind alle Charaktere einmal durch. Wie gesagt, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, da jetzt so absolut overpowered durchzurennen. Aber jetzt habe ich einfach die Zeit gehabt, ein bisschen zu trainieren. Jetzt habe ich auch meine Zweitsiegel gehabt. Und ich persönlich finde es lustig, OP zu sein. Und ich persönlich für so einen Stream mag es eigentlich lieber, da mich durchzuballern, als 2 Stunden in einer Schlacht zu sitzen. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Leute sagen, ist jetzt zu einfach. Da habe ich mir auch ein paar Sorgen zugemacht. Aber alle, die ich gefragt habe, meinten, ich soll ballern, also habe ich geballert. Ja, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, aber ich persönlich fand es jetzt einfach cool, so ein richtig, für meine Verhältnisse, geiles Team auf die Beine zu stellen. So, jetzt sind wir damit auf jeden Fall durch. Hat jetzt ja auch lang genug gedauert. So. Dann könnten wir jetzt mit der Hauptgeschichte weitermachen. Das wäre das Kapitel hier, nämlich der Seeweg in Kapitel 14. Ich würde aber gerne vorher eine weitere Kinderquest machen, einfach so ein bisschen abzuwechseln. Kinderquest, Hauptmission und einfach mal zu gucken, wie OP wir jetzt letztendlich wirklich sind. Vielleicht hat es sich auch so ein bisschen gewandelt. Die ersten Streams waren wirklich sehr schwierig und jetzt wird es langsam eher ein Laberprojekt. Mal gucken. Aber ja, die Schlacht werden wir auf jeden Fall nachher auch noch machen, aber ich würde vorher gerne eine Kinderquest machen. Ich muss nur kurz durchgucken, was ich überhaupt so habe und wo ich gerne hin möchte. Ah, da ist noch eine. Mhm. Und hier könnte ich jetzt hin und da könnte ich auch hin. Okay. Dann würde ich gerne Nebenquest 8 machen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. 8 sollte eigentlich noch ganz in Ordnung sein vom Schwierigkeitsgrad her, denke ich. Dann machen wir die zuerst, danach die nächste Hauptmission und irgendwann später kommen dann die Supports. Also einfach ganz entspannt heute. Und einfach mal die neuen Klassen und neuen Fähigkeiten so ein bisschen kennenlernen. So, jetzt habe ich jede Menge Zeit verbraten mit Erklären, aber musste sein und wie gesagt, die anderen Fähigkeiten kommen ja alle im Laufe des Streams dann, ne? Nebenquest 8, ein schmachvolles Duell. Ich hoffe, es war jetzt auch die richtige. Come on, then. Ehrloser Hund, du hast meinen Meister getötet. Jetzt wirst du es mit mir aufnehmen müssen. Wer dieser Bratklops dein Meister war, solltest du lieber schnell das Weite suchen. Feigling, dort ist eine Geisel. In einem gerechten Kampf hätte er nie verloren. Das hätte er nicht gewollt, Kiel. Wenn ich dich auch noch verliere, dann... Mich wirst du nicht verlieren. Darauf hast du mein Wort. Ich verspreche dir, deinen Mann zu rächen. Nur zu, wenn du mit offenen Armen in dein eigenes Grab spazieren möchtest. Lass du also in den Ruinen da vorn stattfinden. Echt? Ist sie so unbeliebt? Krass. Was willst du jetzt machen, Crom? Ich hoffe, sie weiß, auf was sie sich einlässt. Hilfe, mein Herr, ihr müsst sie aufhalten. Wen aufhalten? Meine Freundin, werter Herr. Ich fürchte, sie läuft blindlings in eine grausame Falle. Dieser Halunke Cassius würde sich ihr niemals in einem fairen Duell stellen. Der Mann hat sich vor kurzem in ähnlicher Manier seiner Tyrannei widersetzt. Dieses Tier nahm ein Mädchen als Geisel. Als mein Mann das Schwert senkte, streckte er ihn feige nieder. Ich darf nicht zulassen, dass sie dasselbe Schicksal ereilt. Das würde ich nicht ertragen. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich machen kann. So, da wären wir. Ist sie jetzt auch irgendwo auf dem Feld? Da oben. Da haben wir Kiel, in unserem Fall die Tochter von Sully und von Callum.
Was tatsächlich ganz witzig ist, weil Callum ist natürlich random. Ich hätte ihr auch jeden anderen Vater geben können. Und trotzdem hat sie quasi die gleiche Klasse wie Callum. Das fand ich tatsächlich sehr witzig. Deswegen habe ich die auch verkuppelt, weil ich mir dachte, Callum als Vater für Kiel ist eigentlich witzig. Und ich finde, die Hafer besteht hier eigentlich auch ganz gut. Ist natürlich recht basic, aber finde ich eigentlich ganz schick. Kiel habe ich, glaube ich, damals recht spät geholt im Let's Play. Und dementsprechend war sie auch damals nicht im Team dabei. Ich kenne sie auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also ich kann sie gar nicht einschätzen, ob ich sie jetzt mag oder nicht mag. Ich denke, ich finde sie einfach okay bis dato. Ich habe sie auf jeden Fall nie im Team gehabt und kann das deswegen gar nicht so beurteilen. Und deswegen wollte ich sie gerne dieses Mal mitnehmen. Deswegen hat sie auch zwei wunderschöne Fähigkeiten vererbt bekommen direkt. Nämlich die Heilung von Callum und Aegis von Sully. Und dazu muss ich jetzt ein Geständnis machen. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, das sind meine Teammitglieder, die landen auf der Ersatzbank und die nehme ich vorübergehend mit. Also ich habe da immer so ein bisschen unterteilt. Donny zum Beispiel ist ja vorübergehend mitgekommen, während andere gar nicht mitgekommen sind oder eben aktiv im Team sind. Das war auch fast immer richtig, mit einer Ausnahme, und die lautet nämlich Callum. Callum wird nämlich jetzt eine letzte Schlacht machen und dann in den Ruhestand versetzt werden und quasi seine Waffen und sein Vermächtnis an Kiel weitergeben. Nur hätte ich von vornherein gesagt, dass Callum aus dem Team fliegt, dann hätte sich jeder gewundert und dann wäre es wahrscheinlich sehr naheliegend gewesen, dass ich Kiel mitnehme, gerade nach meinem Pairing, ne? Und deswegen wollte ich die kleine Überraschung einfach lassen, dass Callum irgendwann ersetzt wird, weil es wäre sonst einfach sehr offensichtlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ach ja, Callum ist nur vorübergehend mit dabei. Aber er hat einen wirklich richtig, richtig guten Job gemacht bis dato, hat uns teilweise echt gecarried. Und ich denke, dass Kiel einen guten Job machen wird. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwächer als Callum, ja, weil sie nicht entwickelt ist. Aber joa, hat seine Fähigkeit geerbt, seine Waffen später. Und kann dann hoffentlich auch richtig reinhauen. Deswegen wollte ich sie jetzt auch gerne zuerst holen. So. Einige Bogenschützen am Start. Da musste ich mit meinen Hühnchen so ein bisschen aufpassen. Und potenziell könnte hier überall auch Verstärkung spawnen auf den Treppen. Da müssen wir natürlich auch so ein kleines bisschen aufpassen. Aber an sich geht das. Von der Stärke her. Und wir sollten auf jeden Fall Leute mitnehmen, die Türen und Truhen aufmachen können. Es tut mir leid, dass ich gebaitet habe. Aber es war einfach zu verlockend. So, ihr seid alle nicht im Team. Lucina, Taja, Noi, Zelche, Olivia, Sumia, Palna, Maribel, Gaius, meine Wenigkeit, Lissa und Callum. Perfekt. Dann müsste ich sie eigentlich alle haben. Dann darf Callum jetzt noch eine Schlacht machen. Das sieht so falsch aus. Aber okay. Mach's nix, ne? Warte, ich muss die ultimative Formation machen. So. Zumindest die untere Reihe, müsst ihr zugeben, sieht sehr schick aus. Nein, Mami darf nicht mit. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich fast jeden hier einsetzen. Die sind ja alle halbwegs trainiert, aber muss ja nicht unbedingt sein. Ist schon krass, wie viele berittene Einheiten wir eigentlich haben, wenn ich jetzt die Fliege auch mal mitzähle. Na, die Fähigkeiten wollte ich halt schon gerne mitnehmen. Schon die mittlere Reihe ist eigentlich auch ganz schick. Die hier kann ich leider nicht ganz so schick machen. Das ist so die Reste-Reihe. Können. So, jetzt haben wir zumindest die Reiter so halbwegs positioniert. Die Tierarmee ist halt echt so. Okay, dann legen wir los. Feigling, Unmensch, seelenloses Schwein, du hast mir ein Duell versprochen. Ganz genau, stell dir einfach vor, all diese Männer wären meine Sekundanten. Aber deswegen bin ich doch kein Unmensch. Wenn du vor mir auf die Knie fällst, wie ein Welpe winselst, verschone ich dich. What? Eher würde ich sterben. Nun, das können wir gerne für dich arrangieren. Schnappt sie euch, Männer! Dann vermutlich halbwegs schnell dadurch. Bestientöter lieben diesen Trick. Ja. Oh, ich habe die Animation sogar wieder eingeschaltet. Okay.
das ist gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Also wie gesagt, ich hatte einfach super viel Spaß dran, alle zu trainieren. Es war halt irgendwann schon ein bisschen anstrengend, weil es halt schon lange gedauert hat, die ganzen Fähigkeiten zu verteilen. Ich bin aber ganz froh, dass ich nicht alles gemacht habe. Das hätte wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen länger gedauert, wirklich alle Fähigkeiten zu verteilen. Und ich glaube, so haben wir zumindest nochmal die Gelegenheit, im Stream ein paar interessante Klassen kennenzulernen, wie zum Beispiel unsere Hühnchen. Es ist halt nicht jedermanns Sache. Ich glaube, nicht jeder möchte wirklich so OP da durchlatschen. Ich jetzt schon. Okay. Dann schauen wir doch mal. Du würdest da dran kommen. Dann würde ich sagen, schicken wir Sumia doch gleich mal zur Seite. Wir hätten die Stahllanze, wir hätten die Silberaxt, wir hätten unseren Tempest Slash, aber ich glaube, die Stahllanze tut's in dem Fall auch. Und da Sumia ja auch nicht mehr fliegt, braucht sie auch keine Angst vor dem Bogenschützen zu haben. Also ich finde sie als Erzritterin eigentlich auch voll in Ordnung. Also das verstört mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, mit der Panzerung würde sie nun in die Luft halt nicht kommen. Ja, also ich glaube wirklich, das ist so ein Projekt. Die erste Hälfte war halt wirklich sehr tense. Also gerade so die ersten paar Schlachten, wo ich halt noch sehr, ich sag mal, vorgefertigte Charaktere hatte und nicht so viel machen konnte und auch noch nicht einkaufen konnte. Das war echt hart. Erinnert euch zum Beispiel an die Mission auf der Straße, wo wir Vike hatten, also da, wo Vike quasi seine Axt verloren hatte, und Myrielle und Virion, also das war schon echt hart. Oder jetzt auch die Mission im letzten Stream. Warum habe ich eigentlich 80 KP? Hinterfragen wir das lieber nicht. Torsti, dankeschön für 25 Monate Treue. Also ich glaube echt, so die erste Hälfte vom Projekt war jetzt wirklich sehr hart. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen bereut, es auf schwer gestellt zu haben, weil ich mir dachte, ja, passt schon. Und gar nicht so bedacht habe, dass ich eigentlich erst ein bisschen später wirklich die Gelegenheit habe, an meinem Team irgendwas umzustellen. Somit... Autsch. Somit Vike, Myrielle, Virion war das am Anfang schon gar nicht so leicht, ne? Und ich glaube, jetzt so die zweite Hälfte ist halt irgendwie einfach mimig, weil es einfach echt witzig ist. Ich meine, wir bekommen fast gar keine Erfahrungspunkte, das heißt, wir werden so schnell eh nicht leveln und dementsprechend sehr lange in diesen Klassen hier bleiben. Aber ja, ich glaube, jetzt ist eher so, wir machen uns über die Gegner lustig, die fallen, wie die fliegen und unsere Fähigkeiten, die sich aktivieren, immer mal wieder. Ich glaube, jetzt geht es eher darum, wirklich Spaß zu haben. Wie viel Resistenz habe ich eigentlich? 21. Okay. Callum, nach vorne. Flupp. Was ist denn hier so das Schlimmste an physischem Angriff? 30, glaube ich, und 18 speziell. Die Gegner sind schon ziemlich suitens und wir sind eher so dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wir sind alle Eclair-Fluffy einfach. Ja. Die Sache ist, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so vor, wirklich so OP zu sein, weil Jan und ich das ganze System in Awakening tatsächlich falsch im Kopf hatten. Also wir gingen ursprünglich davon aus, dass wir unsere Werte durch die Level-Ups nur behalten, wenn wir in der jeweiligen Klasse einmal bis aufs Max-Level gehen und dann mit dem Zweitsiegel wechseln. Deswegen gingen wir eigentlich davon aus, wenn wir nur eben eine Fähigkeit snacken aus der jeweiligen Klasse und dann wieder zurückwechseln, dass die ganzen Level-Ups quasi dann weg sind. Wurden aber eines Besseren belehrt. Du kannst dich da auch bequem reinstellen, denke ich. Ansonsten... Ich kann mich da auch bequem reinstellen. Dementsprechend waren wir da erst so ein bisschen falsch informiert, weil es ist ja wirklich so, wenn du in der Grundklasse Level 10 erreicht hast, dann kannst du dich entwickeln. Es ist natürlich doch ein bisschen angenehmer, dennoch bis Level 20 zu trainieren und sich dann zu entwickeln, um natürlich noch möglichst viele Level-Ups mitzunehmen in der Grundklasse. Und in der entwickelten Klasse ist es letztendlich so, dass du da, glaube ich, auch ab Level 10... Nice.
einen gewissen Knackpunkt erreicht hast, bedeutet, du kannst in der entwickelten Klasse auch jederzeit mit einem Zweitsiegel in eine andere Klasse wechseln, aber erst ab Level 10 kannst du von der entwickelten Klasse in eine andere entwickelte Klasse wechseln. Bedeutet, wenn ich jetzt Dunkelritter zum Beispiel bin und ich möchte gerne zur Dunkelschwinge werden, könnte ich das jetzt aktuell noch nicht machen mit Level 4. Da könnte ich nur zum Pegasusritter wechseln. Ab Level 10 könnte ich auch zur Dunkelschwinge direkt wechseln. Und dementsprechend dachten wir halt wirklich, dass dann die ganzen Level-Ups, wie gesagt, weg sind. Wenn wir nicht gerade, wie gesagt, bis zum bestimmten Punkt dann trainieren. Und deswegen hatte ich ursprünglich eigentlich gar nicht geplant, irgendwie so extrem OP zu sein. Wir haben allerdings festgestellt, dass das so ganz aber auch nicht gestimmt hat. Das haben wir festgestellt, als ich Olivia trainiert habe, noch als Tänzerin am Anfang. Und dass man diese ganzen Level-Ups sehr wohl behält. Und das war der Punkt, wo ich wusste, dass ich absolut gestört bin mit meinen Charakteren. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch schon teilweise Charaktere ein ganzes Stück trainiert. Lissa zum Beispiel, das war die erste. Das heißt, da gab es sowieso kein Zurück mehr für mich. Und ich war dann auch so ein bisschen so, soll ich nicht? Ich bin dann doch ziemlich broken und das wird ja vielleicht zu leicht. Und vielleicht ist es dann zum Zuschauen auch irgendwie nicht mehr so spannend. Aber die Leute, die ich gefragt habe, haben halt alle gemeint, komm, ballern, voll durch. Du hast dich die erste Hälfte vom Spiel so angestrengt, dann darfst du jetzt auch OP sein und einfach alles platt machen. Wie gesagt, nicht jedermanns Sache, aber ich finde es gerade einfach super witzig. So. Mit dem Hammer. Nein, bitte. Ich glaube, es ist einfach Geschmackssache. Es gibt Leute, die generell Fire Emblem spielen, um einen gewissen Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Ich meine, das ist ja auch irgendwo der Grund, warum Leute beispielsweise auf Extrem spielen. Ne? Weil flupp, sie einfach eine Herausforderung haben möchten. Und dementsprechend machen diese Leute manche Maps auch 3, 4, 5 Mal, bis sie dann die perfekte Taktik entwickelt haben, um eben genau diese Map irgendwie zu schaffen. Und halt wirklich auch herausgefunden haben, wann, wo Verstärkung auftaucht, ne, und sowas halt. Komm, Kellen, du darfst auch nochmal. Deswegen gibt es natürlich auch so Leute, die einfach Fire Emblem für die Herausforderung spielen und auch gerne dann wirklich Fire Emblem mit ganz verrückten Klassen spielen oder eben ohne Zweitsiegeltraining, ne, und so weiter und so fort. Das gibt es natürlich auch alles und das finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Du kommst da nicht dran. Finde ich auch bewundernswert, wenn Leute das wirklich machen, weil ich glaube, Lunatic wäre mir persönlich auch einfach zu schwer. Da ist noch ein Glitzerfeld. Da muss ich gleich hin. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn Leute wirklich sich solchen Herausforderungen in Fire Emblem spielen, stellen, so. Oder wie gesagt, Challenges machen und so. Finde ich total cool, aber wäre halt nicht meins. Also ich glaube, schwer ist so das höchste der Gefühle für mich. Und dann gibt es wiederum andere Leute, die das einfach eher vielleicht für die Geschichte spielen oder allgemein einfach fürs Gameplay, aber jetzt keine wirklich große Herausforderung suchen und das Ganze einfach eher ganz gemütlich nebenbei spielen möchten. Und diese Leute spielen dann auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad im Anfängermodus, machen dann das, was ich jetzt hier auch gemacht habe, nämlich teilweise ein bisschen grinden für richtig gute Fähigkeiten und gehen dann eben ziemlich leicht durchs Spiel durch. Oder wieder andere Leute machen vielleicht gar keinen Gebrauch, Heiner, von den Zweitsiegeln und denken sich, nö, ich nehme einfach immer nur die erstbeste Klasse mit den Meistersiegeln und das reicht mir. Und das, finde ich, macht Fire Emblem irgendwie auch so faszinierend und das macht auch generell viele Spiele faszinierend. Es gibt ja nicht nur einen perfekten Weg, das Ganze zu spielen. Ja? Und das ist ja nicht nur bei Fire Emblem so, sondern auch bei eigentlich allen anderen Spielen. Niemand schreibt dir vor, wie du ein Spiel zu spielen hast. Ja? Und dementsprechend, egal ob du jetzt auf leicht spielen möchtest, auf mittel, auf schwer, auf super schwer, auf gestört, wie auch immer, ob du im Anfängermodus spielen möchtest oder auf klassisch, ob du eine Challenge mit einbauen möchtest, ob du einfach nur schnell durch willst oder 100% machst, ne?
Es gibt so viele Möglichkeiten bei den Spielen. Und jeder sollte einfach für sich entscheiden, was man machen möchte und was einem selber den größten Spaß bereitet. Und sich da auch weder von anderen Leuten reinreden lassen, noch sich schlecht fühlen, wenn man es anders macht als andere. Na, wer kommt denn da unten dran? Nur der Kollege? Ja, dann kann ich Lissa guten Gewissens da abstellen. Also das finde ich einfach immer super wichtig, dass man Spiele einfach so spielt, wie man sich selbst am wohlsten fühlt. Und wenn man feststellt, dass andere Leute das Spiel vielleicht komplett anders spielen, dass man dann aber trotzdem... Ja, du, ich weiß, du machst nicht so sonderlich viel Schaden. Ich glaube, Maribel ist aktuell eher nicht so unser Hauptdamage-Dealer. Aber okay. Ich habe das auch schon so oft erlebt, gerade bei Fire Emblem lustigerweise, dass ich, diese Erfahrungspunkte, Kommentare gelesen habe, als ich noch Let's Plays gemacht habe, wo Leute meinten, dass sie sich nie getraut hätten, offen zuzugeben, dass sie auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielen. Oder auf Anfänger oder im Phoenix-Modus, den gibt es ja auch noch. Weil sie sich einfach immer schlecht gefühlt haben, dass sie von anderen Leuten in der Luft zerrissen werden dafür. Und dass ihnen dann dementsprechend das Let's Play quasi Mut gemacht hat, sich da halt auch wirklich zu äußern und zu sagen, hey, ich spiele im Anfängermodus und das ist auch okay so. Hühnchen-Action! Das sieht so falsch aus. Und das ist mir dementsprechend irgendwie einfach wichtig. Ich meine, manchmal ist die Art, wie andere spielen, verwirrend für uns und vielleicht finden wir es auch manchmal nicht gut. Logisch. Aber man muss es halt irgendwie einfach akzeptieren. Ja? Genau wie viele von euch sich wahrscheinlich nicht so extrem hochgelevelt hätten, wie ich es gemacht hätte. Und andere Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel nichts dergleichen gemacht hätte und es wirklich für die Schwierigkeit gespielt hätte, dann hätten wieder andere Leute gesagt, ich hätte eher gegrindet. Also jeder spielt ein Spiel einfach anders. Und man kann das fragwürdig finden oder sagen, hey, ich würde es nicht so machen. Aber man muss es unterm Strich einfach akzeptieren. Weil Spiele und auch Streams sind letztendlich einfach zur Unterhaltung da. Punkt. Und jeder empfindet es eben anders. Ne? Deswegen ist es da einfach enorm wichtig, 26, das ist okay, dass einem jeden wirklich die Freiheit gelassen wird, das Ganze so zu spielen, wie man möchte. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, du, dein Team ist schon ganz schön OP, dementsprechend werden die Schlachten jetzt vermutlich ziemlich einfach, hätte ich persönlich nicht so gemacht. Finde ich voll okay, solange ich jetzt dafür nicht irgendwie blöd angegriffen werde oder so. Die Resistenz ist übrigens hier auch atemberaubend. Deswegen würde ich den gerne mal beseitigen kurz. Na? Ich persönlich finde es einfach voll cool, jetzt mal ein paar andere Klassen zu sehen als sonst. Ich finde, es ist für mich unglaublich befriedigend, zu sehen, wie ich nach und nach stärker werde und neue Fähigkeiten lerne und die Gegner platt mache. Also ich glaube, ich werde einfach extrem glücklich sein, wenn ich irgendwann alle Fähigkeiten auf meinen Charakteren habe. Oder wenn ich auch Werte auf Maximum habe, dann denke ich mir auch so, geil. Das macht mich einfach glücklich irgendwie. Das ist so der Perfektionismus in mir. Und ich finde es auch voll cool, wenn sich Fähigkeiten aktivieren. Das sieht einfach richtig stylisch aus. Sei es jetzt Exitus, Ignus, Aether oder was auch immer. Auch wenn mein Avatar einfach alles raushaut, was er hat. Die ganze Zeit über. Also ich weiß nicht, mir macht es einfach Spaß. Und ich sag mal jetzt, durch die Schlachten so gut durchzugehen. Klar, ich level nicht sonderlich gut. Ich bekomme nicht viele Erfahrungspunkte. Meine Level-Ups sind vermutlich auch nicht so gut, weil ich schon einige Werte auf Maximum habe. Aber ich finde das einfach witzig. Und vor allen Dingen kann ich dann halt nebenbei auch echt gut noch quatschen. Ich sehe gerade, dass ich den Typen da unten einfach komplett ignoriert habe. So nicht. Aber das ist einfach das, was ich immer versuche zu vermitteln bei jedem Projekt. Klar gibt es natürlich auch Spiele, die sehr herausfordernd sind, wo man sich halt auch wirklich, wirklich, wirklich aufregt beim Spielen. Gaius kann da zu der Truhe gehen.
Wo habe ich Palna eigentlich abgestellt? Ach, auch da. Einer muss dann noch auf die andere Seite. Ja. Also klar, es gibt natürlich Spiele, die uns immer wieder richtig aufregen. Und das ist auch okay. Nur trotzdem spielen wir wirklich in erster Linie solche Spiele, um Spaß zu haben. Hi, na? Und deswegen versuche ich halt wirklich immer wieder zu vermitteln, dass das im Vordergrund stehen sollte. Mit 17% ist klar. Und man sich halt, wie gesagt, absolut nicht rechtfertigen muss für die Art und Weise, wie man spielt und warum man ein Spiel spielt. Das habe ich halt auch, wie gesagt, so oft bei Fire Emblem erlebt, dass mich Leute für meine Spielweise kritisiert haben. Nicht nur, weil ich vielleicht gegrindet habe, wie in diesem Fall, sondern vielleicht auch, weil ich nur auf Anfänger gespielt habe und nicht auf Klassisch. Oder weil ich zu defensiv spiele. Also ich bin schon so oft für meine Fire Emblem-Spielweise kritisiert worden. Oder auch, wenn ich spiele, die vielleicht allgemein eher ein bisschen unbeliebter sind. Paper Mario Sticker Star ist ein schönes Beispiel dafür, der sich dann teilweise auch blöd angemacht. Aua. Nein, nicht aua. Ich habe 80 KP und der macht eh keinen Schaden. Okay. Dass ich dann teilweise blöd dafür angemacht werde, warum ich denn angeblich solche schlechten Spiele spiele und so. Also, ich habe das jetzt schon so oft gelesen im Laufe der Zeit und das lässt mich einfach mittlerweile komplett kalt. Und deswegen ist es mir auch einfach super wichtig, eben zu vermitteln, dass es vollkommen in Ordnung ist, das so zu machen, wie ihr es für richtig haltet. Ja? Ich möchte einfach eine positive Grundstimmung vermitteln. Und ich sag mal, ihr müsst die Streams ja auch nicht gucken, weil ihr exakt genauso spielen würdet wie ich, sondern vielleicht eher, gerade weil ihr vielleicht anders spielen würdet. So, du zu der anderen Truhe. Du den Bogenschützen. Ne? Hühnchen Exitus! Das sieht so dumm aus! Also wie gesagt, ich hatte das schon sehr oft gehabt bei Fire Emblem, dass Leute meinten mi zu allem. Wer hatte den Türschlüssel? Callum. Okay. Einmal. You're mine. Zweimal. Hi Joker. Und Joker ist übrigens allerdings auch ein Fire Emblem Charakter. Und einmal die Tür aufmachen. So, aber ich glaube, Kiel hat da eigentlich noch alles ganz gut im Griff. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal langsam hier oben schon mal hin, weil ich möchte nicht, dass sie jetzt sofort zum Boss rennt. So, du kannst gleich das Glitzerfeld noch holen. Und die anderen können hier erstmal noch warten. Nee, also wie gesagt, ich habe das... Okay, alles schon so oft gehört, dass Leute mich für meine Spielweise in Fire Emblem kritisiert haben, für meine Spielewahl, für meinen Commentary. Leute haben mich, glaube ich, legitim schon für alles kritisiert, was ich getan habe. Double the Moon, Double the Fun. Und wie gesagt, es lässt mich mittlerweile einfach kalt. Ich bin schon offen für Vorschläge und Kritik. Niemand hört sich gerne Kritik an. Ne? Aber es ist eben auch wichtig. Und je nach Tagesform, vielleicht reagiere ich manchmal nicht ganz so offen darauf, wie ich gerne hätte, aber prinzipiell ist sowas halt auch wichtig. Nur manches ist halt auch einfach Bullshit. Ne? Wenn mir Leute sagen, ich darf kein Paper Mario Sticker Star spielen, weil das Spiel ja objektiv betrachtet angeblich schlecht sei. Und gerade weil ich mir halt schon so viel anhören musste und vielleicht manche von euch das eben nicht so gewohnt sind und sich dementsprechend vielleicht schwer damit tun, damit umzugehen, ne, finde ich es einfach immer wichtig, eine positive Grundstimmung zu schaffen in den Streams, auf dem Server, überall. So, kurz die Truhe erstmal holen. Nice. Dass man zumindest hier einen Ort hat, wo man einfach ganz offen reden kann über sowas und sich nicht schlecht fühlen muss. Ich weiß, dass einige von euch wirklich totale Fire Emblem Profis sind und andere sind Anfänger und das ist beides vollkommen in Ordnung. Und man kann natürlich immer auch drüber reden, so von wegen, hey, ich finde die Art und Weise, wie du Fire Emblem spielst, für mich jetzt nicht so ansprechend, weil, ne? Aber Kritik muss halt auch einfach, wie im Chat schon steht, vernünftig rübergebracht werden. Flupp. Und es bringt halt niemandem was, wenn es halt irgendwie vorwurfsvoll oder passiv-aggressiv oder sonst irgendwie rübergebracht wird.
Das stellt einem selbst, glaube ich, nicht wirklich in einem guten Licht dar und tut der Diskussion auch nicht unbedingt gut. Deswegen dieses passiv-aggressive finde ich blöd. Dieses direkt aggressive, ja, ist halt scheiße, ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Oder, was ich auch immer super finde, wenn irgendwo diskutiert wird, man zu keinem Entschluss kommt, die Leute dann Rage quitten und dann irgendwo anders darüber weiter meckern. Aber teilweise dann auch da, wo die Person das vielleicht potenziell mitlesen könnte. Ne? Also das ist dann irgendwie vielleicht auch nicht so gut. Deswegen, ich finde es einfach immer wichtig, dass man eine vernünftige Diskussionsbasis schafft und eine vernünftige Atmosphäre für alle Beteiligten. Aber es ist nicht immer so leicht. Wir sind alles auch nur Menschen. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal eine Diskussion geführt mit irgendwem, auf die er im Nachhinein gesehen nicht stolz ist. Wo man sich denkt, da habe ich mich eigentlich schon wie eine ziemlich dumme Nudel verhalten. Das haben wir alle. Ne? Und wo man sich dann denkt, scheiße Mann, das war halt schon nicht so gut. Aber wichtig ist halt auch einfach, dass man sowas dann nicht unbedingt wiederholt. Das ist das Allerwichtigste. Und deswegen bin ich auch eigentlich... Müsst ihr eigentlich jede Runde spawnen? Es wird so langsam etwas anstrengend. Und deswegen versuche ich halt einfach immer offen darüber zu reden. Ne? Ich meine, manches höre ich mir auch nicht gerne an. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, nee, es ist ja voll langweilig, wie du gerade spielst, es fehlt ja voll das Spielprinzip, ist ja voll scheiße, klar ist das nicht schön, aber, ne, wenn man es 30 Mal gehört hat, wird es irgendwann nochmal langweilig. 0% Trefferwahrscheinlichkeit. Aber gerade weil wir jetzt auf so einem, also wir spielen zwar auf schwer, aber ich würde sagen, wir haben den Schwierigkeitsgrad eigentlich gerade zu leicht geändert. Dementsprechend kann man nebenbei auch echt gut quatschen. Sonst wäre das jetzt auch gar nicht möglich. Und das finde ich persönlich für mich wertvoller, als jetzt eine knüppelharte Schlacht zu haben. Aber da kommt es halt immer drauf an, wie man die Prioritäten setzt, ne? Bitte hör auf, in alles besiegen Missionen so viele Verstärkung reinzuhauen. Ja, ich meine, für uns jetzt gerade ist es nicht wichtig, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man beispielsweise auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dass das dann schon ziemlich ätzend ist. Das sieht so falsch aus, dass der so viel Schaden macht, aber einfach nicht trifft. Also wenn ich jetzt wirklich nicht trainiert hätte, würde mir das, glaube ich, ziemlich auf den Sack gehen. Und ich habe noch nicht mal einen Sack. Ja, ich glaube, es kommt halt, wie gesagt, wirklich immer sehr stark auf die Art der Kritik an. Das auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Arten von Kritik. Es gibt die, die man in die Tonne kloppen kann, die, die in Ordnung ist, und die, die ebenfalls in Ordnung ist, aber wo man sich vielleicht schwer tut, die anzunehmen. So, wie viel Schaden macht er jetzt? So, du ein bisschen mehr. Das ist okay. Also neu steht er hier sowieso eigentlich ziemlich gut. Wir könnten mit Lissa erstmal den platt machen. Sie hat ja eh Gelforce, sie kann sich also nochmal wegbewegen. Ich muss aber ehrlich zugeben, Pascal, ich dachte auch, ich muss den Boss einfach besiegen. Ich meine, ich muss den Boss besiegen, ja. So ist es ja nicht. Aber ich dachte auch, ich müsste nur den Boss eben umnieten. Es ist so schade, dass Noe keinen Galeforce hat. So, mit Chrom würde ich an den dran kommen. Aber der tut mir ein bisschen weh. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt erstmal den mit... Also Noe steht hier sowieso eigentlich ziemlich gut. Wenn du den auch nicht platt machen kannst. Ich glaube, ich muss gleich doch noch mal ein bisschen Verstärkung von oben runterholen. Bin jetzt doch ein paar mehr geworden, als ich gedacht hätte. Dann gehen wir erstmal hier kurz weiter. Und dann schauen wir, wenn ich alles nach unten schieben kann. Aber ich muss auch lobend sagen,
Ich hatte ja wirklich Angst vor Fire Emblem als Projekt. Autsch, du könntest mir potenziell ziemlich wehtun. Aber selbst wenn der zweimal treffen würde, würde ich das überleben, weil ich einfach so viel KP habe. Wobei die Vergeltung halt ein bisschen nervig ist, natürlich. Ich kann es doch einfach so machen. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, ne? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Nee, also ich bin bei Awakening echt positiv überrascht, wie gut das mit dem Chat funktioniert. Also besser als in den YouTube-Kommentaren tatsächlich. Dass sich wirklich alle dran halten, keine Spoiler in den Chat zu packen, kein Backseat-Gaming, meine Art zu spielen wird auch akzeptiert. So. Dann bewegen wir uns mal wieder nach unten so langsam. Wobei, da ist noch ein Kollege. Bitte gehen Sie. Also das finde ich halt sehr positiv. Wenn das bis zum Ende so bleibt, könnten wir ja sogar wirklich öfter Fire Emblem-Projekte im Stream machen. Das wäre cool, weil ich habe echt großen Gefallen an Fire Emblem gefunden. Nur ganz kurz den Chat nachlesen, weil die Texte so lang sind. Das kann ich da nicht so gut aus dem Augenwinkel. Ich glaube, der Hard-Mode wird in vielen Spielen gerne mal kritisiert und als unfair abgestempelt. Also das habe ich auch schon sehr oft mitbekommen tatsächlich. Ich meine, es mag sein, dass es wirklich teilweise unausbalanciert ist, aber... Ne? Achso, die können gar nicht reden. Na gut, aber Callum und Zelcher lasse ich mal hier oben. Aber das ist auch immer so ein riesiges Diskussionsthema natürlich. Und das von Kai unterschreibe ich so. Auf jeden Fall. So. Was machen wir denn jetzt hier unten noch Schönes? Ist so die Sache. Noi bekommt physisch sowieso keinen Schaden. Das heißt, der ist legitim der Einzige, der mich nerven könnte. Dementsprechend würde ich hier schon mal anfangen, drauf zu knüppeln. Dann kommt er nämlich aus seinem Loch auch nicht raus. Aber ich glaube, das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, bezieht sich nicht nur auf Gaming. Ich glaube, das kann man auch auf Anime und über alles mögliche andere auch sagen. So, ich habe 28 Verteidigung. Ja, das ist ziemlich okay. Das heißt, wir können Chrom hier auf jeden Fall auch mit reinstellen. Also ich glaube, auch wenn ihr liebste Anime habt oder Manga oder sonst irgendwas, ich glaube, es liegt noch nicht mal an eurem Hobby, am Gaming, am Anime schauen oder sonst was. Ich glaube, das große Problem an der Sache ist einfach das Internet. So, bei euch bewege ich jetzt mal wieder ein bisschen nach oben. Dass man da einfach sehr oft Leute hat, die meinen, sie können sich im Internet verstecken und absoluten Blödsinn erzählen. Es ist halt immer einfacher, sich hinter so einem Nutzernamen zu verstecken und Leute zu beleidigen, Prinzipien zu beleidigen, Spielweisen zu beleidigen, Spiele schlecht zu reden, Hobbys schlecht zu reden, anderen Leuten einfach weh zu tun auf irgendeine Art und Weise. Das muss ja noch nicht mal unbedingt beleidigend sein. Ich sage mal, man kann natürlich auch etwas konstruktiv irgendwo schlecht reden und das ist dann auch eigentlich auf Diskussionsbasis in Ordnung, aber es ist dann einfach... Wenn man sieht, dass sich jemand wirklich enorm auf irgendwas freut und es dann wirklich argumentativ schlecht zu reden, immer und immer und immer wieder, prinzipiell, wie gesagt, es ist nicht beleidigend, aber es tut halt trotzdem irgendwo weh, ne? Also ich glaube, dass das alles im Internet einfach so viel einfacher ist. Und das ist, glaube ich, denke ich, das Problem an der ganzen Sache. Ich meine, auch auf unserem Discord-Server. Da gibt es ja auch öfters mal Diskussionen über Spiele und über alles Mögliche. Und da kann es natürlich auch immer mal sein, dass sich das so ein bisschen hochschaukelt, weil da eben einfach die Plattform für gewährleistet ist. Ich glaube, das hat grammatikalisch und deutsch keinen Sinn ergeben, weil da einfach die Plattform gegeben ist. Logisch. Aber deswegen versuchen wir ja auch wirklich so ein bisschen drauf zu gucken, ne? Es ist im allerschlimmsten Fall so ein bisschen entschärft werden kann, wenn es halt irgendwann gar nicht mehr geht. Ansonsten finde ich solche Gespräche auch in Ordnung.
Aber ob ein ganz transparentes Internet die Lösung wäre, nein. Also ich würde auch gar kein ganz transparentes Internet haben wollen, um ehrlich zu sein. Allein so aus Datenschutzgründen möchte ich einfach nicht, dass alles von mir irgendwie online ist. Ich meine, gerade das ist ja auch eigentlich was Schönes, dass man... Oh, das waren alle. Okay. Egal, wo man gerade ist auf der Welt und egal, in welcher Lebenssituation man ist, dass man überall auch Leute kennenlernen kann, wie jetzt, ne, hier in unserer Community. Und dass es eben einfach zwar schon möglichst transparent ist, aber man dennoch eben noch diesen Schutz hat, ne? Deswegen so Klarnamen überall, glaube ich, fände ich persönlich nicht so gut. Und dann würden die Leute irgendwelche anderen Möglichkeiten finden, sich zu beleidigen. Ne? Okay, erst mal den Text. Oh, thank the gods. Kiel, ich danke den Göttern. Du bist in Sicherheit. Ich habe mein Versprechen gehalten. Erich kann nun den Frieden ruhen. Thank you. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir danken kann. Dies gehörte ihm. Ich denke, er hätte gewollt, dass du es bekommst. But... Oh, ein wertvolles Erinnerungsstück. Solltest es lieber behalten. Auch ohne das Andenken werde ich meinen Mann niemals vergessen. Bitte nimm es. Bist du sicher? Right. Unbedingt. Thank you. Na dann, vielen Dank. Versprich mir nur, gut auf dich aufzupassen, Kiel. Versprich mir, vorsichtig zu sein. Yes. Du hast mein Wort. Hey. Da haben die Guten den Bösen mal wieder einen Tritt in Allerwertesten verpasst. Yeah. Vielen Dank für die Hilfe, aber ich befürchte, es gibt noch viel zu tun. Ich muss nach meinen Eltern suchen. Hm? Oh, das ist schlimm. Du hast deine Eltern verloren? Das ist harte Kost, Mädel. Fairerweise, Callum kann man sehr leicht mal übersehen. Weißt du schon, wo die Suche beginnen soll? Ich besitze einen Ring, den mein Vater einst meiner Mutter gab. Es ist nicht viel, aber... Was dagegen, wenn ich einen Blick drauf werfe? Nein, selbstverständlich nicht. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Kindchen, das ist mein Ring. Euer Ring? Das bedeutet ja, dass... Jetzt verstehe ich. Du bist eine dieser Kinder aus der Zukunft, stimmt's? Lass mich raten, du bist mit Lucina hierher gekommen, richtig? Na, dann habe ich wohl ein paar Neuigkeiten mit deiner Elternsuche, Kleine. Ich bin deine Mutter. Du? Hast du etwa jemand Hübscheres erwartet? Nein, ich meine, ja, ich meine, scheiße. Du siehst genauso hübsch aus wie dein zukünftiges Ich. Ich hätte mich dann eher runzelig und mit ein paar Gliedmaßen weniger erwartet. Du bist hübsch und dynamisch. Ändert auch die dunkle Zukunft nichts dran. Du bringst mir bei, wie man stark wird und wie man überlebt. Ja? Ein Schritt nach dem anderen, Kleine. Setzen wir uns erstmal. Ich möchte jedes noch so winzige Detail über meine Zukunft wissen. Ja. Klar doch. Was? Wie war das? Yes. Ich meine, jawohl, Mutter. Ja. Schon besser. Du bist immer so streng zu mir. Meine Tochter soll schließlich kein verhätscheltes Küken werden. Niemals. Es ist schön, dich wiederzusehen, Mutter. Ich glaube, ich mag Kiel aber schon ein bisschen lieber als Sully. Also Sully ist auch okay, aber weißt du, Kiel ist einfach auch schön höflich. Das einzig Negative ist, dass mir während dieses Gesprächs mein Fuß eingeschlafen ist. Aber das ist schon okay. Das kriegen wir schon hin. Beachtet mich gar nicht. So. Hat hier irgendwer was eingesammelt, was er abtreten möchte? Der Kurzsperr noch. So, Callum, du hast einen ganz, ganz, ganz tollen Job gemacht. Deine Tochter übernimmt jetzt. Heißt, du bekommst einmal... Gut, die Axt kann sie halt noch nicht tragen. Aber die kann sie halt trotzdem schon mal mitnehmen. Und du kannst gerne noch eine normale Stahllanze erstmal mitnehmen. Flupp! Aber sie hat auf jeden Fall schon mal zwei sehr coole Fähigkeiten. Nicht der Fuß! Das passiert mir öfters mal. So, Kiel ist auf jeden Fall jetzt offiziell auch im Team. Muss natürlich erstmal ein bisschen trainiert werden. Aber ich denke, das passt schon.